Dankeschön. Dankeschön. Ich werde immer wieder so gefragt, weil ich schon so lange hier in Deutschland lebe, fühlst du dich eher deutsch oder eher russisch? Und ich habe das mal meinen Vater gefragt und er meint, es spielt keine Rolle, wie viel Zeit ein Pferd in einem Kuhstall verbringt. Es bleibt immer ein Pferd. Aber meinem Vater stimmt das. Der ist mental noch voll in der Sowjetunion. Ja, wir sind zusammen unterwegs und ich sehe ein Restaurant. Ich sage, Pap, guck mal, es gibt Burger, ich habe Hunger. Und er sagt, wir haben noch Brot von vorgestern zu Hause. Ja, oder wir sind auf der Autobahn und ich sage, hey Pap, ich glaube, wir müssen tanken. Und dann nimmt er die nächste Ausfahrt, sieht den Preis und sagt, naja, zu teuer. Und fährt wieder raus. Nächste Ausfahrt, sieht wieder den Preis und sagt, ah, das ist noch teurer und fährt wieder raus. Ich sag, Pap, das wird nicht billiger. Bei der dritten Ausfahrt merkt er, ah, du hast recht. Und dann dreht er um und fährt den ganzen Weg zurück zur ersten Tankstelle. Nach der Show ist mal ein kleines Mädchen zu mir gekommen, die hatte ihren Papa an der Hand, ich weiß nicht, die war so 8, 9 und sie meinte zu mir, hey, danke für die Geschichte mit der Tankstelle, endlich sieht er, wie dumm er ist. Mein Vater hat mir damals gesagt, wenn du tankst, du solltest bar bezahlen und einen runden Betrag tanken und einen Cent drüber. Weil dieser Cent wird an der Kasse nicht berechnet. Und ich sag, Pap, wieso? Weil das Idioten sind. Mein Vater ist so jemand, also es war sehr schwer für uns, sich hier in Deutschland zu integrieren. Ja, es ist ein Quantensprung hierher. Allein der Supermarkt, 30 verschiedene Käsesorten. Was ist das zum Teufel? Es gibt nur Käse. Wir hatten in der Sowjetunion einen Riesenklumpen Kaugummi, den wir Käse genannt haben. Ja, und auch die Spielzeugläden. Ich war fasziniert. Ich sag, Pap, guck mal. Und mein Vater so, was, Spielzeug? Junge, in deinem Alter in der Sowjetunion, da habe ich mit deinem Opa Sandburgen gebaut. Nun ja, bis meine Mutter mir die Urne weggenommen hat. Ich fand die Kindheit hier in Deutschland sehr viel stressiger als in der Sowjetunion, weil dadurch, dass wir hier alles haben, ist der Druck, der auf Kinder ausgeübt wird, sehr viel größer. Ja, du musstest die neuesten Klamotten haben, die neueste Musik kennen, die neuesten Filme und ich habe kein Taschengeld gekriegt. Mein Vater nannte das Hartz IV für Kinder. Ja, und alle sind ins Kino, ich konnte da nicht hin. Aber mein Vater hat mir die Filme trotzdem besorgt. Auf Videokassette, bei meinem Onkel, auf Russisch übersetzt. Wisst ihr, was das bedeutet, wenn ein Film auf Russisch übersetzt wird? Haben wir Zeitzeugen? Okay, ihr müsst mir einfach glauben. Also, der Film läuft durch auf Englisch und ein depressiver Russe redet mitten in den Film rein und übersetzt für alle. Für alle, er übersetzt dir alles, auch die Texte, auch die scheiß Taube, die vorbeiläuft. Ruh, ruh, ruh. Und der Russe, ruh, ruh, ruh. Du hörst raus, dieser Mann hat keine Lust auf diesen Job. Er hatte Träume, er hatte Ziele, er wollte Tänzer werden, wer weiß. Und jetzt muss er das machen. Ich meine, ihr müsst euch das vorstellen. Ich schaue mir diesen Film an, ja, Star Wars. Die Schrift kommt, bam, Star Wars, richtig fett und gelb. Und du hörst, Война Звезды. Oder der Film fängt an, bam, Harry Potter, Гарри Кастрюлькин. Ja, und auch die Dialoge. I love you too. Я тебя люблю, я тебя тоже. Ist wie die Ehe meiner Eltern.
Der krasseste Filmdialog in der Geschichte des Films. Luke, I'm your father. No! Luke, я твой отец. Блять! Musik war auch stressig. Ich hatte keinen CD-Player. Ich habe neben dem Kassettenrekorder übernachtet. Und wenn im Radio ein gutes Lied lief, ein neues Lied, habe ich auf Rec gedrückt und ich habe es auf Kassette gehabt. Und dann konnte ich am nächsten Tag mit dem Walkman in die Schule, konnte mich am Pausenhof neben ein hübsches Mädchen setzen und ihr einen Kopfhörer geben. Weil ich hatte das neue Lied. Problem war nur, wenn sie dieses Lied noch einmal hören wollte. Wisst ihr, wie viel Batterie es frisst, die Kassette zurückzuspulen? Also sage ich ihr, ich bin gleich wieder da. Renn aufs Klo, versteck mich in der Kabine, nimm die Kassette und spul sie mit dem Bleistift zurück. Wir haben damals Gangster-Rap gehört. Lutscht nie aus. Ja, wir haben uns angezogen wie die, wir haben geredet wie die. Wir standen so da, haben gepostet so in der Bushaltestelle. Ich hatte damals auch diese 3XL-Jeans, die mir unterm Arsch runterhingen. Ich sah aus, als hätte ich mir in die Hose geschissen. Eigentlich sah ich aus, als hätte ich die ganze Woche schon in diese Hose reingeschissen. Und je weniger du dich bewegst, desto cooler siehst du aus. Aber was machst du, wenn die Polizei kommt und du musst rennen? Das sah aus wie in so einer 60er-Jahre-Komödie, wo die Frauen ihr Kleid hochziehen und loslaufen. Hey, und wir standen da und wir hatten eine Zigarette im Mund und wir hatten eine Geldkralle, aber meine Geldkralle war leer, aber es geht ums Prinzip. Wir haben böse geguckt, aber ich konnte meine zwei Kollegen trotzdem nicht ernst nehmen, weil ihre Namen waren Manfred und Ottmar. Das sind keine Gangster, das sind Steuerberater. Ich kann auch keinen Atheisten ernst nehmen, der Christian heißt. Ja, wir haben auch geredet wie die. Ja, ich hole meinen Kumpel Manny ab, er kommt so raus. Yo, what's up, Motherfucker? Und hinten ist das Fenster offen und du hörst die Mutter schreien. Manny, du hast die Vesperdose für die Schule vergessen. Und du siehst so, wie er so ein Bündel Scheine rausholt und abzählt. Ich sag, yo, wo hast du so viel Kohle her? Und er sagt, habe ich eine Motherfucker abgeluchst. Aber ganz unter uns, Nikita, mein Vater hat den Bausparvertrag aufgelöst. Und ich war bei denen zu Besuch und es war eine andere Welt für mich. Ich meine, jedes Kind hatte einen eigenen Fernseher. Es war eine Familie, deren Probleme völlig andere Dimensionen hatte als unsere. Das merkst du daran, dass die Eltern ihren Kindern Socken kaufen, wo L und R draufsteht. Aber von Kindheit an war ich der Meinung, reiche Menschen sind die besseren Menschen. Warum sonst kriegen reiche Kinder vom Weihnachtsmann bessere Geschenke? Ich habe das nicht nachvollziehen können. Und jedenfalls, ich war total fasziniert. Ich komme nach Hause zu meinem Vater. Ich sage, Pap, die sind voll reich, die kommen aus der Schweiz. Und mein Vater sagt, alle in der Schweiz sind reich. Ich sage, willst du mir sagen, in der Schweiz gibt es keine arme Familie? Doch, aber man nennt sie Touristen. Ich sag, die haben ein riesiges Bücherregal, über 1000 Bücher. Ich glaube, die Eltern sind voll schlau. Und mein Vater sagt, Bücher lesen und Bücher kaufen, das sind zwei verschiedene Hobbys. Ich sag, deren Papa hat eine Firma. Was sagst du jetzt? Und er sagt, na ja, also ich sage so. Wenn ein Schakal Fleisch hamstert, obwohl er keinen Hunger hat, und andere Schakale haben Hunger, aber er will mit diesen Schakalen nichts teilen, dann kommt ein Forscher und schaut nach, was ist mit diesem Schakal schiefgelaufen. Aber wenn Menschen sich so verhalten, dann werden sie Vorstand.
Richtig problematisch ist es geworden, als die Jungs anfingen, auf Partys zu gehen. Ich war natürlich eingeladen, aber ich konnte nicht mit. Ich hatte kein Geld, kein Taschengeld. Und ich gehe zu meinem Vater. Ich sag: Pap, ich brauche dringend Geld. Und er sagt: Ah, Junge, Geld, das ist wie Sex. Nur solange du es nicht hast, kommt es dir wichtig vor. Und ich sag: Toll, super, alle sind feiern und ich sitze allein vom Fernseher die ganze Nacht und guck mir auf DSF sexy Sportclips an. Okay, ihr hattet auch kein Internet, alles klar. Und mein Vater meint: Da wenigstens machst du was für die Gesundheit. Ich habe gelesen, dass 2x pro Monat masturbieren reduziert Herzrisiko um ganze 6 Wochen. Ich sag: Pap, ich bin so pleite. Und ich verbringe deswegen so viel Zeit zu Hause. Mein Herz ist abgesichert bis Februar 2080. Dann meint er: Da geh, such dir Arbeit. Ich sag: Wo? Ich bin 14, Mann. Wo nehmen die mich? Gehst du Sägewerk? Schwarz, die nehmen auch Kinder. Ich sag dir, ich krieg da wahrscheinlich nicht mal Mindestlohn. Und er meint: Oh, das musst du dir merken, kannst du deinen Freunden sagen, verdienst du nur den Mindestlohn, dann ist dein Chef ein Hundesohn. Ich so: Ey, Pap, schweif nicht ab, komm schon, was soll ich machen? Und er sagt: Da gründe doch dein eigenes Unternehmen. Was hindert dich daran, du selbst zu sein? Ich sag: Weiß nicht, Strafgesetzbuch. Ich habe dann angefangen, in der Schule Gras zu verkaufen. Was will ich machen? Der Treffpunkt für die Transaktion mit meiner Kundschaft war die Gemüseabteilung im Kaufland. Wisst ihr warum? Weil dort die Waage steht. Und ich hatte endlich Budget. Ich hatte einen Videorekorder, ich konnte ins Kino, ich konnte mir sexy Sportclips endlich aufzeichnen. Und ich konnte endlich zum McDonald's und mir Pommes, Burger und Cola getrennt bestellen, statt in einem Menü. Einfach, weil ich's kann. Das ist nicht Reichtum, das ist Macht. Und apropos Waage im Kaufland. Falls du mal vor einer Waage im Kaufland gestanden bist und du dir immer schon diese eine Frage gestellt hast, die dich bis heute wurmt, hier ist die Antwort: 40 Gramm wiegt ein Hodensack. Vielen Dank. Dankeschön. Wenn ihr mal zur Abwechslung jemanden sehen wollt, der nicht ganz so gut ist wie ich, hier kommt Ozan Yaran. Ich glaube, wir müssen uns jetzt küssen, weil 17 Ziele und sowas. Das haben wir vorhin schon gemacht, die haben nur nicht aufgezeichnet. Ja? Ja. Aber sieht dein Vater diese Sendung, was wird er sagen? Mein Vater hat gesagt: Mach das, was der große Typ dir sagt. Mach, was der Russe sagt? Ja, ja. Okay, alles klar. Ja. Ja, also hier draufklicken, okay? Komm. Komm, ich will nicht. Ist alles gut, ist alles gut, ist alles gut, ist nur fürs Fernsehen.